Hast du schon mal versucht, eine Gleichung mit Quadraten drin zu lösen? Wenn ja, dann weißt du sicher, dabei darf man nicht lösen. Denn ob es eine Lösung, keine Lösung, zwei Lösungen gibt, weiß man auch das, wenn sich das dann durch eine Rechnung ergibt. Das ist gar nicht mal so schwer, spitz deine Bombe jetzt gut zu. Du machst einfach nur das x plus px plus q. Trotzdem schon hast du damit fast die ganze Arbeit getan. Dann wird den Rest eignest du dir nur noch die Lösungsformel an. Und x ist minus b halbe plus minus die Wurzel aus b halbe x Quadrat minus q. X ist minus b halbe plus minus die Wurzel aus b halbe x Quadrat minus q. Du fragst dich vielleicht, wie kommt man da drauf und warum geht das immer auf? Nun ja, ich zeig's dir und schreib dir mal die Aus ins gleiche Kopf. Wir rechnen jetzt erst plus b halbe zum Quadrat und dann noch minus q. Was das bringt, erkläre ich dir jetzt im Nu. Nimm die erste binomische Formel herbei, ersetze a mit x und b mit p durch 2. Und den nächsten Schritt, den machst du jetzt, indem du einfach nur das hier mit dem da ersetzt. Jetzt ist das x schon mal vereinzelt, was noch stört, das Quadrat doch nur das Wurzelziehen hat die Lösung auch noch nicht parat. Denn auch aus minus mal minus wird dann ja letztlich noch ein Plus und deshalb ist an dieser Stelle hier ein Plus minus ein Plus. Den allerletzten Schritt sollte jeder gleich bestehen und normalerweise auch auf den ersten Blick sehen. Denn jetzt wird bei der Gleichung noch b halbe subtrahiert und wir sind fertig, denn jetzt ist das x isoliert und es ist minus b halbe plus minus die Wurzel aus b halbe ins Quadrat minus q. X ist minus b halbe plus minus die Wurzel aus b halbe ins Quadrat minus q. Minus b halbe plus minus die Wurzel aus b halbe ins Quadrat minus q.